Apple hat neben dem MacBook Air auch ein neues MacBook Pro mit dem M2-Chip vorgestellt. Im Gegensatz zum MacBook Air hat das jedoch kein Redesign erhalten. Das bedeutet, Apple hat lediglich den M1-Chip durch den M2-Chip ausgetauscht. Ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Dadurch hat das neue MacBook Pro 18% mehr CPU-Leistung und 35% mehr GPU-Leistung. Die Speicherbandbreite wurde um 50% erhöht und man kann nun bis zu 24 GB RAM konfigurieren. Auch hinzugekommen ist eine Media Engine, die bestimmte Workflows im Videoschnitt beschleunigt. Der M2-Prozessor hat also definitiv seine Vorteile. Vergleicht man nun aber preislich das alte M1 MacBook Pro mit dem neuen M2 MacBook Pro, dann wird man feststellen, dass man nur für den etwas besseren Prozessor ganze 470 Euro mehr bezahlen soll. Dieser Preisaufschlag steht meiner Meinung nach in keinem Verhältnis dazu, was man bekommt. Wenn man also unbedingt das MacBook Pro möchte, sei es aufgrund der Touchbar oder der etwas besseren Akkulaufzeit als beim MacBook Air, der sollte ganz klar zum Vorgängermodell mit dem M1-Chip greifen. Generell muss ich sagen, dass ich ein MacBook Air dem 13 Zoll MacBook Pro fast immer vorziehen würde. Egal ob das alte M1 MacBook Air, was nochmal 200 Euro günstiger ist als das M1 MacBook Pro und dafür kaum Abstriche macht, oder auch das neue M2 MacBook Air, welches für den gleichen Preis etliche Vorteile bietet und ganz klar der bessere Deal ist. Es gibt in meinen Augen nur ein Szenario, in dem das neue MacBook Pro irgendwie empfehlenswert ist. Und zwar, wenn man den M2-Chip braucht aufgrund der Media Engine, also wenn man Videoschnitt machen möchte, und man gleichzeitig nicht auf die bessere Akkulaufzeit und die Touchbar verzichten kann. Nur wenn das alles zusammenkommt, kann man sich den Preis vom neuen MacBook Pro irgendwie schönreden. Ansonsten ist das alte MacBook Air, das alte MacBook Pro oder das neue MacBook Air immer die bessere Wahl.